Wer sich ab heute impfen lässt, der kann das in den E-Impfpass eintragen lassen. Dieser ist im Elga-Portal aufrufbar. Die Daten werden im zentralen Impfregister gespeichert. Thomas Lohninger von Epicenter Works sieht Vorteile. Also einen Papier-Impfpass kann man vergessen, verlieren und damit ist auch vielleicht die Dokumentation der Impfungen, die man erhalten hat, weg. Und das ist oft über viele Jahre. Insofern gibt es schon einen Vorteil für alle Personen, die sich vielleicht nicht immer an jede Impfung erinnern. Es stellt sich die Frage, wie diese Daten verschlüsselt sind. Die Daten des elektronischen Impfpasses liegen bei der Elga und sind dort unverschlüsselt. Das heißt, einzig und allein das Gesetz gibt vor, wie die Daten verwendet werden dürfen. Und wir sehen zum Beispiel politische Bestrebungen, dass man sie für Registerforschung, zum Beispiel auch Pharmafirmenforschung, öffnen will. Und wie sicher sind diese sensiblen Daten im E-Impfpass? Er ist so sicher wie die Elga. Und an sich haben wir schon ein gewisses Vertrauen, was die IT-Sicherheit und den Datenschutz bei Elga betrifft. Da gab es in der Vergangenheit noch keine Vorfälle, die uns jetzt misstrauisch werden lassen, aber da liegen sehr viele äußerst schützenswürdige Gesundheitsdaten der gesamten Bevölkerung fast. Insofern ist da auf jeden Fall das höchste Maß an Schutz, Datenschutz und IT-Sicherheit geboten. Das beunruhigt den Chief Information Officer der Bundesregierung nicht, denn aus datenschutzrechtlicher Sicht ist der elektronische Impfpass genauso sicher wie alle anderen Verwaltungsdaten. Und da arbeiten wir seit mindestens 20 Jahren dran, dass das einem internationalen Standard technisch genügt, aber auch der Sicherheit des, was die Manipulations- oder die Veränderungsmöglichkeiten betrifft, dass das eingehalten wird. Auf die Frage, wer Zugriff auf die Daten hat, antwortet das Gesundheitsministerium mit folgender Stellungnahme. Um auf den E-Impfpass zugreifen zu dürfen, wird eine sogenannte spezifische Zugriffsberechtigung benötigt. Diese haben etwa Ärztinnen und ApothekerInnen, weil sie Impfberatungen durchführen. Das Gesundheitsministerium und die Gesundheitsbehörden der Länder dürfen Auswertungen aus dem E-Impfpass vornehmen, wenn sie im öffentlichen Interesse liegen und die Daten zum Krisenmanagement nutzen. Auswertungen erfolgen stets pseudonymisiert. Thomas Lohninger kritisiert, dass es keine Möglichkeit zur Abmeldung vom elektronischen Impfpass gibt. Das ist wirklich ein Fehler aus unserer Sicht. Aus Datenschutzsicht wäre Wahlfreiheit hier ganz wichtig gewesen für das Vertrauen in der Bevölkerung. Vor allem, weil im elektronischen Impfpass ja wirklich alle Impfungen drinnen sind. Auch die gegen Zecken, also die, die gar nicht ansteckend sind. Also sachlich war das nicht gerechtfertigt. Aktuell sind 4 Impfungen verpflichtend im E-Impfpass einzutragen. Grippe, Corona, HPV und Affenpocken. Warum diese 4? Ein Opt-out ist deswegen nicht möglich oder nicht sinnvoll, weil für diese Impfungen ein erhebliches öffentliches Interesse besteht im Sinne der Gesundheitsverwaltung, im Sinne der Prävention, diese auch akkurat zu haben. Eine Erweiterung auf alle Impfungen ist geplant. Die Speicherung aller anderen Impfungen im E-Impfpass ist auf Wunsch derzeit schon möglich und natürlich sinnvoll. Dies wird auch von vielen impfenden Ärztinnen und Ärzten schon praktiziert. Wer will, kann zurückliegende Impfungen nachtragen lassen.